Hallo zusammen. Heute gibt es eine Bratensoße mit Knochen, mit Fleischknochen. Die bekomme ich bei meinem Supermarkt mit Metzgereianschluss oder noch bei einem der wenigen Metzger, die es noch so gibt. Leider viel zu wenig. Die Knochen sind etwas zu groß für mich und deswegen hacke ich sie nochmals zusammen. So etwa wie eine große Walnuss. Je kleiner die Knochen sind, je besser lassen sie sich anrösten und umso mehr Röstaroma bekomme ich in meine Soße. Und natürlich brauche ich auch genügend Wurzelgemüse, besonders viel Zwiebel. Also Zwiebel, Lauch, Petersilie, Karotten, Sellerie, alles zusammenschneiden in Würfel und dann mit anbraten. Gut anbraten und nur nicht verbrennen lassen, aber es darf ruhig etwas braun werden. Tomatenmark dazugeben und dann ablöschen. Ich nehme Wein, ihr könnt Gemüsebrühe, Fleischbrühe oder auch nur Wasser verwenden, aber natürlich ist Gemüse oder Fleischbrühe besser. So, und das Tomatenmark wird jetzt auch noch etwas angeröstet. Allerdings nicht verbrennen lassen, aufpassen und immer wieder ablöschen, so zwei, dreimal. Das nennt man dann glasieren und da wird die Soße dann so richtig fein. Und da ich viel Soße brauche, nehme ich jetzt noch ganz klein wenig Soßenpulver dazu. Das lasse ich auch noch mal ganz kurz mit anrösten. Und dann fülle ich das wieder mit Gemüsebrühe auf. Kommt jetzt in den großen Pott rein. So, und nochmals den Bratensaft lösen, kurz aufkochen und dann zu den Knochen dazugeben. Und dann kommt die nächste Ration. Pfanne wieder sauber machen, Öl rein und dann kommen die nächsten Knochen. Die werden wieder genauso behandelt. Und dann im großen Pott gekocht. Und natürlich wieder mit Gemüse oder Fleischbrühe auffüllen und 1,5 bis 2 Stunden leicht ausköcheln lassen, damit sich die Röstaromen alle schön in der Brühe sammeln. Wer die Fettaugen oben nicht haben will, kann das Bratfett absaugen. Küchenrolle Papier oben drauf legen und einfach nur absaugen. Die kalte Soße in Becher abfüllen und wie ihr seht, ich mache große und kleine Portionen. Ich muss ja nicht immer viel Soße verwenden, nochmal wieder weniger. Und da ich schon mal ein Video über Bratensoße gemacht habe, verlinke ich euch das natürlich unten. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.